Hey Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Transport Fever mit Folge 4. Ihr seht es schon, unsere Oberleitungen sind wieder grün. Ich habe das Problem behoben, indem ich einfach aus dem C-Workshop mir die neueste Version von der deutschen Oberleitung runtergeladen habe, das ist die Version 1.4. Ich hatte noch Version 1.3 installiert. Das war das ganze Problem. Ja, damit wäre das behoben. Ist ein neues Problem entstanden, was mir gerade so aufgefallen ist. Die Linie hier sollte ja eigentlich hier rüber gehen. Und ihr seht, die Linie geht auch hier raus. Das heißt, die Linie, die wir hier fertig gebaut haben, nach hier hinten, sollte ja eigentlich nach hier hinten gehen, nach Marienmünster. Das heißt, wir haben jetzt ein Problem, weil ich kann die Linie nicht hier anschließen, weil die geht ja in ein ganz anderes Gleis. Aber wir beheben das ganz einfach. Wir reißen das alles mal ab. Das sollte eigentlich recht fix behoben sein. Das reißen wir auch ab. Bis hier hinten. Das auch. Und wir ziehen einfach unser Gleis hier unter der Schnellfahrstrecke durch. Ich hoffe, das funktioniert. Wir machen das mal alles ein Stückchen nach unten, um zu gucken. So. Alles nach unten, nach unten, nach unten. Gut, dass wir das neue Tool haben. Wir begradigen das ein wenig, um hier mehr Platz zu haben unter der Brücke. Ein Loch wollen wir nicht. So. Das sieht schon besser aus als eben. Und gucken mal, ob das klappt. Ich hoffe es natürlich sehr. Ziehen das hier raus. Nach oben. Falsche Gleis. Das wollen wir. So. Geht das in eine Brücke über? Leider nein. Müssen wir früher ansetzen. Machen wir das mal so. Und dann so. Das funktioniert auch nicht. Oh, 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 oh. Wird das denn wirklich nicht funktionieren? Ich hoffe ja doch. Was ist jetzt? Passt auch noch mit der Oberleitung. Ah ja, jetzt funktioniert's. Ganze gerade. Und sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Bis auf hier den Anfang der Brücke, aber dann wollte ich ja eine andere nehmen. Da wollte ich die. Wir müssen nur aufpassen, wir müssen ja mit der anderen hier auch noch raus. Ich würde sagen, wir bauen das so. Dann sind wir hier auch gleich gerade. Genau. Wie sieht das aus? Ja, geht schon. Das geht schon. Das ziehen wir hier rein. Ja, mit 48 ist natürlich, ich meine, wir sind hier im Bahnhofsbereich, aber mit 48 ist schon sehr langsam. Machen wir das lieber so. Gucken links oder rechts. Wo kommen wir hier vorbei? Okay, das stellt kein Problem dar. Mit der Oberleitung passt. Genau. Und dann fahren wir hier links rein. Naja, ist jetzt auch nicht so sonderlich viel schneller. 66. Ja. Machen das nochmal anders. Das nochmal weg. Machen wir nicht so eine steile Kurve. Mal nämlich hier. Boah, das ist viel, viel zu langsam, Freunde. Doch gerade raus. Machen wir gerade raus. So.
Wir versuchen das mal so. Nee, das ist... weiß jetzt nicht, wie wir das am schlauesten machen. Machen wir es einfach mal so. Dann gucken wir. So, 70. Und fahren dann hier rein. Ja, na gut, 62. Ich weiß nicht. Und das wirklich so lassen. Das war das rechte Gleis, ne? Genau. Wir bauen das. Kommen dann mit dem Gleis hier raus. Da haben wir 64. Naja gut, es ist der Bahnhofsbereich. Ist jetzt nicht so tragisch. 71. Ich finde ja eh, dass die Züge immer viel zu schnell in die Bahnhöfe reinfahren. Naja, passt das. Müssen wir hier aber auch nochmal abreißen. Damit wir hier nicht so langsam werden. Hier rein. Oh, passt das? Ja, passt. So. Ganze verschönern. Das ist natürlich weg. So. Kleiner. Ich denke, das geht so. Kommen wir eh noch überall Bäume hin. Den Gleis können wir dann hier rechts daneben, hoffe ich, raus. Jawohl. Sieht doch gar nicht so schlecht aus der Not heraus, aber das hier noch schön machen, schnell. Lassen. Wo fahren wir hier hinten? Anstatt hier hoch. Fahren wir dann in eine Kurve. Nicht zu langsam. 83 reicht. Nehmen wir sogar 85. So. Das war noch schnell. Fahren wir in die Kurve. Dann haben wir nämlich die Ringlinie, die ich haben will. Ups. So. Ich denke, hier fahren wir in den Tunnel. In den Tunnel rein. Kommen hier raus. Genau. Hier sogar. Da. So, oh, ist das gut. Den. Wo kommen wir raus, wenn ich das auf gerade stelle? Wenn wir vorne rauskommen, könnten wir dann natürlich, weiß nicht. Ich mach das lieber so. Genau, dann machen wir das so. Kommen dann in eine Brücke gleich. So. Gerne früher raus. So. Zack. Zweite Gleis gleich mit. Hin. Ach, dann. Weiß nicht. So, hier rum. Nee, das passt nicht. Nochmal abreißen. Ihr werdet sehen, sowas passiert mir öfter. Ich bin da wirklich so ein kleiner Perfektionist. Wenn mir was nicht gefällt, dann lasse ich das nicht so, nur weil es halt fürs Let's Play irgendwie besser wäre. Na, eben ging's doch. Sondern ich baue das dann wirklich nochmal neu. Also stellt euch mal darauf ein. Das funktioniert nicht. Dann müssen wir hier nochmal... einmal den Berg irgendwie mal ein Stückchen herabsetzen, um da rauszukommen.
Genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Weil ich möchte ja wirklich richtig schön bauen. Nicht irgendwie halbgar. So baue ich auch, wenn ich normal spiele. Hier eine Brücke, sehr schön, aber keine krumme. Ich möchte gerne eine gerade Brücke haben. Ja. Okay. Gucken, wo die Brücke wieder ansetzt. Dann würde ich hier ansetzen. Das ist ein bisschen. Uiuiuiuiui. Das ist eine. Ist mir ein bisschen weit, ganz ehrlich. Da möchte ich gerne das Terrain nochmal anheben. Nee, nicht nach unten, wir wollen nach oben. Die Brücke war mir ein wenig weit. So. Schon besser, würde ich sagen. So. Auch noch und so. Und so. Das sieht schon besser aus. Um Längen besser. Wir sind hier vorne, waren wir über 100 irgendwas. Könnt ihr ja auch einfach die Loks einsetzen, die eh nur 120 fahren. Passt das? Ist ja eh eine kleine Regionalbahn. Kommen wir hier auch nochmal auf eine Brücke? Leider nicht. Hier gerne auch noch eine Brücke. Und dann in den Tunnel. Genau. So sieht das gut aus. Auch die. Auch nochmal die. Ne, die ziehen wir nur bis hier. Wenn wir jetzt nämlich ins Terrain gehen. Das Problem, dass wir eine Kollision haben. Kommen dann hier wieder raus. Steinschlag wieder. Steinschlagschutz bietet sich an. Das gefällt mir richtig gut. Das sieht wirklich super aus. So schön dann wieder noch. Gucken mal hier im Bahnhof. Die Straße nehmen wir auch gleich weg. Damit wir da auch schön gerade drüber kommen. Vielleicht eins mehr runter. So. Gehen schon mal eins nach oben. Bau nicht möglich, Steigung zu groß. Wenn mir jetzt mal einer verraten könnte, warum hier die Steigung zu groß ist, wahrscheinlich wegen der Schiene hier. Lass mich das einzeln bauen und bauen wir das so. Genau. Schön gerade. Bauen das hier rein. Und schließen das hier an. Schönen geraden Bahnübergang. Fahren dann hier rum. Sogar die Brücke lassen. Benutze ich nicht so oft und auch nicht so gerne, aber hier über den Fluss kann man sie stehen lassen, finde ich. Schon nicht schlecht aus. Wir fahren dann hier hinten lang. Hier hoch. So. Und gucken mal, dass wir hier vielleicht nicht so große Brücken haben. Warum können wir jetzt hier nicht raus? Was ist hier passiert? Uiuiui. Was ist denn da los? Noch hier schon ein Ausgang. Moment mal, der hat doch hier den Tunnelportaler. Wir hatten doch hier schon einen Ausgang eben.
Warum funktioniert das jetzt nicht? So geht das nur. Ja, war klar. Jetzt bietet er mir den Ausgang. Sehr kurios mal wieder. Wie ich finde. Ich möchte aber weiter im Tunnel bleiben. Manchmal ist das Spiel eine Wundertüte. Nee, jetzt geht's. Hier möchte ich raus, genau. Hier möchte ich raus. So. Hier möchte ich rauskommen. Ich hoffe, das zweite Gleis geht jetzt. Jawohl. So funktioniert das. So. Und dann fahren wir hier hinten rein. Wie sieht das aus? Oh, ich will eine Brücke. Ich will eine Brücke hier hinstellen. Die ich nicht möchte. Ja. Bauen wir das jetzt am schlausten? Ohne Brücke, ohne das Terrain irgendwie großartig anzuheben. Da bleibt uns nichts übrig. Wir heben das einfach mal an. Scheint es zu gehen. Ohne Brücke, genau. Hier rein. Genau. So eine lange Brücke, ohne dass irgendwas drunter liegt. Ich bin da kein Fan von. Machen das Ganze gleich mal ein bisschen schöner. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber dieses neue Tool ist einfach grandios. Einfach auf die Schiene, Maus gedrückt halten. Nicht wie früher. Früher war das ja so, hier konnte man, wenn man dann an die Schiene kam, dann wurde der Kreis dann rot und es ging nicht. Und jetzt einfach auf die Schiene und ab die Luzi. Das ist schon echt, da hat Urban Games wirklich gute Arbeit geleistet, muss man ja auch mal sagen. Werden ja viel gescholten, aber man muss auch mal sagen, wenn was super ist. Das Spiel an sich ist natürlich, ich liebe dieses Spiel, sonst würde ich ja nicht so viel spielen. Das ist das Einzigste beim Tool, das ist jetzt meckern auf sehr hohem Niveau, aber das ist das Einzigste am Tool, was mir nicht so gefällt. Wenn man hier, guckt euch das an, da entstehen Löcher. Wenn da ein Zug in echt drüber fährt, ja, wisst ihr aber, wo das passiert. Aber man kann das einfach beheben, man reißt das Gleis wieder ab. Zieht es einfach neu. Das ist deswegen Meckern auf hohem Niveau. Das ist kein Problem und dann hat man wieder ein Gleisbett. Hier mal gucken, ob das hier irgendwo ist. Nee. Hier ist nirgends. Hier noch. Das ist dann kein Problem. Man zieht die Gleise einfach neu. Und dann ist das Problem behoben. So, damit hätten wir die erste Strecke fertig. Das gefällt mir hier persönlich sehr gut. Da müssen wir natürlich auch nochmal Hand anlegen. Ganz klar. Das hier hochziehen. Dann machen wir so. Und so. Auch nochmal verschönern. So. Gleise auch nochmal neu ziehen. So. Und damit sieht das doch schon ganz gut aus. Ja, das gefällt mir gar nicht. Aber das lässt sich leider nur ohne Brücke beheben. So. Alles gar kein Problem. So. Nochmal.
Das können wir hier dann richtig schön verschönern. Machen wir auch noch mal nicht so steil. Genau. Gefällt mir schon sehr gut. Das gerade. So, auch die Brücke. Rostbraun. Finde ich, passt hier super hin. Das gefällt mir wirklich außerordentlich. Hier werden wir vielleicht noch mal an der Stelle hier, das könnten wir eigentlich nochmal machen, den Berg hochziehen. Das geht nicht, das geht gar nicht. Eine Steilküste quasi erstellen. Kleiner machen. Kleines Hochplateau. Das kann man jetzt irgendwie, na, nicht so ganz, aber mal schnell was gucken. Wenn ich jetzt Bäume entpflanze, müsste das ja eigentlich. Genau, dann wird es grün. Hier nehme ich. Sehr schön. Hier auch. Felsen da noch hin. Den Wald hier abschließen. Was so ein paar Bäume hermachen, finde ich immer wieder erstaunlich. Unten noch welche rein. Und einfach nur so ein bisschen und schon sieht das Ganze meines Erachtens viel besser aus. Wenn hier Bäume stehen. Wirklich eine sehr schöne Landschaft, die dadurch entsteht. Einfach nur, dass man ein paar Bäume setzt, ist das Ganze gleich. Wenn man hier durchfährt, guckt euch das an. Man fährt hier lang. Das sieht schon toll aus. Der See hier rechts, die Ortschaft im Hintergrund. Wow, gefällt mir außerordentlich. Dann hier kann man natürlich auch noch Steine hinmachen. Da bieten sich, glaube ich, die kleinen eher an. Wenn man noch Steine hinmacht. Hier noch. Das sieht schon, ja, den Steinen, ich weiß nicht, die gucken dann immer so raus, aber gerade mit den Bäumen, das ist Wahnsinn. Ich meine, sowas gibt's ja auch in echt, an so Steilhängen, so Nadelbäume. Wahnsinnig toll. Und das hier so verkleidet, die Steine dann auch noch da lässt. So einfach platzieren. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Mod installiert, dass die Bäume keine Kollisionsmeldung haben. Ich kann die hier auch, zeige ich das mal. Zack. Also meine Bäume haben keine Kollisionsmeldung. Das habe ich deswegen, weil oft ist das, du willst den Baum hier hinstellen, hier so, und dann heißt es, nein, oder so. Ist ja auch realistisch, den so hinzustellen. Und oft heißt es dann, ja, da ist aber ein Gleis im Weg, mein Freund. Ich weiß auch nicht, wie viele, bestimmt schon zehntausende Bäume, die ich in Transportfieber mittlerweile gepflanzt habe. Ich liebe einfach Waldstrecken. Das ist, ihr seht ja auch, wie schnell das geht. So. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen, wenn ihr eure Strecken echt verschönern wollt, einfach Wälder zu bauen. Jetzt nicht natürlich die ganze Anlage voll, irgendwann ist dann die Performance wahrscheinlich gegen Null. Aber gerade in so bergigen Regionen, so wie hier, das ist schon, das macht ordentlich was aus. Ob da Bäume stehen oder nicht, das ist schon. Oben noch ein paar hin. Und schon sieht das wunderbar aus. Und jetzt stellt euch vor, hier stehen da noch Bäume und. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, in der nächsten Folge setzen wir mal ein paar Signale.
Eventuell verschönern wir die Strecke gleich ein bisschen, aber ich würde eher sagen, wir setzen gleich mal Zug drauf und fahren mal mit, obwohl wir noch keine schönen Bauarbeiten an der Strecke gemacht haben. Einfach nur mal, um zu gucken. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Oder für das Video vielleicht einen Daumen nach oben da lasst, falls es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen. Jedes Abo, was ihr da lasst, freut mich noch mehr. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Ciao.